Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Richard Wagner. Ich bin Referent für das Pflanzenschutzmittelrecht hier in Thüringen und ich möchte Ihnen nachfolgend einen Vortrag halten zum Thema Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung. Ich werde also Sie hier akustisch durch die nächsten Folien führen und werde ein paar Details zur Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vorstellen. Und ich möchte auch ein paar Dinge sagen, wie wir in Thüringen das Recht bzw. die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung auslegen. Es lohnt sich also für Sie dran zu bleiben und mit mir die nächsten Folien genauer anzuschauen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung ist am 8.9.2021 in der geänderten Form in Kraft getreten. Das heißt für Sie, dass Sie seit dem 8. September 2021 die Regelungen auch umsetzen müssen. Es betrifft drei größere Themenkomplexe, und zwar ist das einmal der Glyphosateinsatz, ich denke besonders hervorzuheben. Zum anderen ist es auch der Komplex Pflanzenschutzmittelanwendung in Schutzgebieten und zum dritten Pflanzenschutzmittelanwendung an Gewässern. Wer parallel zum Vortrag in der Verordnung mitlesen möchte, der kann das tun. Halten Sie einfach den Vortrag hier an, gehen Sie ins Internet, googeln die Pflanzenschutzanwendungsverordnung Gesetze im Internet und Sie finden die geänderte Version, die aktuelle, gleich an erster Stelle. Ich beginne mit dem Paragraphen 3, Anwendungsbeschränkungen. Und dieser sagt aus, dass in Anlage 3 eine Erweiterung vorgenommen wurde, und zwar im Abschnitt A für Glyphosat und Glyphosat-Trimesium. Das bedeutet, zu gut Deutsch, dass eine Anwendung von Glyphosatprodukten im Haus- und Kleingarten von nun an verboten ist und dass eine Anwendung dieser Produkte auf Flächen der Allgemeinheit verboten ist. Es gibt eine Ausnahme, und zwar gilt diese Regel nicht für Pflanzenschutzmittel, die vor dem 8.9.2021 bereits dafür zugelassen waren. Diese dürfen also weiterhin bis zum Ablauf der Aufbrauchfrist eingesetzt werden, auch in diesem Anwendungsgebiet. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Paragraphen 3b, besondere Anwendungsbedingungen. Der regelt insbesondere genaueres zu Glyphosat-Anwendungen. Wir schauen mal in den Absatz 2 und in diesem ist zu lesen, dass eine Anwendung nur im Einzelfall zulässig ist, und zwar wenn vorbeugende Maßnahmen nicht möglich sind, beispielsweise die Fruchtfolge, der Aussaatzeitpunkt, der zu variieren ist, oder mechanische Maßnahmen. Und wenn technische Maßnahmen, wie beispielsweise eine mechanische Unkrautregulierung, nicht geeignet oder zumutbar sind. Dann muss auch die Aufwandmenge, die Anwendungshäufigkeit und die Behandlungsfläche entsprechend auf das notwendige Maß beschränkt werden. Das kommt Ihnen nicht neu vor. Das ist eigentlich nur noch mal ein Hinweis, den integrierten Pflanzenschutz zu beachten, der ja laut Pflanzenschutzgesetz sowieso schon durchzuführen ist, also verpflichtend. Die Entscheidung, ob nun Glyphosat eingesetzt werden muss oder nicht, das bleibt Ihnen als Landwirt überlassen und auch Aufzeichnungen, die über das gesetzliche Maß hinausgehen, müssen nicht durchgeführt werden. Wir als Pflanzenschutzdienst Thüringen empfehlen Ihnen das, zusätzliche Aufzeichnungen anzufertigen, sodass Sie bei Kontrollen zügig Auskunft geben können, warum Sie Glyphosat eingesetzt haben. Aber nochmal hier der Hinweis,
Aufzeichnungen über das gesetzliche Maß hinaus sind nicht verpflichtend. Gut, wir schauen in Paragraph 3b in den Absatz 3 und hier möchte ich direkt aus der Anwendungsverordnung heraus zitieren und dann schauen wir uns die Folie an. Der Absatz 3 besagt, eine Anwendung zur Vorsaatbehandlung, ausgenommen im Rahmen eines Direktsaat- oder Mulchsaatverfahrens oder nach der Ernte zur Stoppelbehandlung, ist nur zulässig, erstens zur Bekämpfung perennierender Unkrautarten auf den betroffenen Teilflächen oder zweitens zur Unkrautbekämpfung auf Ackerflächen, die in eine Erosionsgefährdungsklasse zugeordnet sind. Was heißt das jetzt im Detail? Dafür möchte ich Ihnen diese Folie hier präsentieren. Zum einen möchten wir uns erstmal der Definition widmen. Wenn es um die Stoppelbehandlung geht, klären wir an dieser Stelle, was ist eine Stoppelbehandlung? Und zwar sagen wir, okay, die Stoppelbehandlung nach der Ernte bedeutet, die Ernte ist logischerweise erfolgt, die Stoppel ist auf der Fläche vorhanden und es hat noch keine mechanische Bodenbearbeitung stattgefunden. Das ist also die Auslegung, die wir hier getroffen haben. Ich weiß, man kann es ackerbaulich auch anders auslegen, aber wir haben es an der Stelle so gemacht und das ist für Sie in der Rechtslage auch nicht schädlich. Dann gibt es zwei verschiedene Indikationen für die Stoppelbearbeitung, die bei der Zulassung von Glyphosatprodukten möglich sind. Oder die bei der Zulassung der Glyphosatprodukte eben ermöglicht wurden. Und zwar ist es einmal nach der Ernte, nach dem Wiedergrünen und zum anderen Stoppelbehandlung gegen Quecke. Und nun sagt die Anwendungsverordnung im Absatz 3 des Paragraphen 3b, dass zur Stoppelbehandlung der Glyphosateinsatz in Erosionsgebieten möglich ist. Deswegen hier auf der rechten Seite die grüne Zelle. Des Weiteren sagt er, außerhalb von diesen Erosionsgebieten, wir reden also hier in Thüringen von den CCW1 und CCW2 Flächen, außerhalb dieser dürfen Sie Glyphosatprodukte nur gegen perennierende Unkrautarten und zwar auf der Teilfläche einsetzen. Teilfläche bedeutet also, nur dort, wo diese perennierenden Unkrautarten auch wirklich sind. Ansonsten ist der Glyphosateinsatz verboten. Jetzt ist noch zu klären, was ist mit perennierenden Unkrautarten gemeint. Hierzu können Sie im Internet auch eine Liste suchen, und zwar wurde die vom Julius Kühn Institut, vom JKI veröffentlicht. Und wenn Sie da bei Google perennierende Unkrautarten JKI eingeben, dann finden Sie auch diese Liste, die ist relativ groß. Zum anderen haben wir aber auch den Teil- oder komplett resistenten Ackerfuchsschwanz hier runtergefasst, denn das BMEL wollte mit dieser Regelung eigentlich festlegen, dass schwer bekämpfbare Unkräuter und Ungräser noch bekämpfbar bleiben sollen. Aus diesem Grund hier für Sie in Thüringen zählt der teilresistente oder resistente Ackerfuchsschwanz mit dazu. Gehen wir weiter zur Vorsaatanwendung. Eben haben wir uns mit der Stoppelbehandlung beschäftigt. Jetzt geht es also um die Vorsaatanwendung. Wir definieren das so, und zwar im Herbst ist die Vorsaatanwendung der Zeitraum nach dem Stoppelsturz bis zur Saat der Winterkultur. Bei Sommerkulturen sieht die Definition so aus, dass es also, wir sind zeitlich im Frühjahr und wir definieren die Vorsaatanwendung als Maßnahmen zur Saatvorbereitung im Frühjahr. Es gibt hier die Indikation bis 2 Tage vor der Saat bei den zugelassenen Pflanzenschutzmitteln.
Und die Anwendungsverordnung sagt nun, dass zu dieser Vorsaatanwendung der Glyphosateinsatz in Erosionsgebieten möglich ist, ähnlich wie bei der Stoppelbehandlung. Und zusätzlich ist ein Glyphosateinsatz bei Direkt- oder Mulchsaat auch möglich. Ne? Bedeutet also, wenn eine Mulchschicht auf der Oberfläche vorhanden ist, diese sollte etwa 30% betragen. Und wenn keine wendende Bodenbearbeitung durchgeführt wurde, dann handelt es sich um eine Mulchsaat und Sie dürfen zur Vorsaatanwendung Glyphosatprodukte im Rahmen des Minimierungsgebotes einsetzen. Außerhalb dieser Fälle ist ein Glyphosateinsatz wieder nur gegen perennierende Unkrautarten auf der Teilfläche möglich. Auch hier ist der teilresistente bzw. resistente Ackerfuchsschwanz mit darunter zu zählen. Die Vorauflaufanwendung, das bedeutet also, die Aussaat der Kultur ist erfolgt und laut Indikation von Pflanzenschutzmitteln mit Glyphosatwirkstoff ist dies bis 5 Tage nach der Saat möglich. Die ist nicht explizit in der Anwendungsverordnung geregelt. Das heißt, eine Anwendung zur Vorauflaufanwendung ist im Einzelfall nach Absatz 2 weiterhin möglich. Absatz 2, Sie erinnern sich, ist das Minimierungsgebot. Gut, nun gibt es auch noch Regelungen zum Grünland. Und zwar, wenn wir wieder in die Verordnung reinschauen, steht hier: Eine flächige Anwendung auf Grünland ist nur zulässig zur Erneuerung des Grünlandes bei einer Verunkrautung, bei der aufgrund ihres Ausmaßes ohne die Anwendung die wirtschaftliche Nutzung des Grünlandes oder die Futtergewinnung wegen eines Risikos die Tiergesundheit nicht möglich ist. Oder zur Vorbereitung einer Neueinsaat auf Flächen, die in eine Erosionsgefährdungsklasse nach § 6 Absatz 2 bis 4 der Agrarzahlungen-Verpflichtungsverordnung zugeordnet sind oder auf denen eine wendende Bodenbearbeitung aufgrund anderer Vorschriften nicht erlaubt ist. Es ist wieder viel Rechtstext, deswegen hier eine aufgearbeitete Folie, mit der wir das im Detail uns nochmal anschauen können. Es geht also um eine flächige Anwendung auf Grönland. Auch hier gibt es die Indikation Grönland bei zugelassenen Pflanzenschutzmittelpräparaten. Und nun sagt die Anwendungsverordnung, dass in Erosionsgebieten, also CCW1, CCW2 Flächen, beziehungsweise bei einem Verbot der wendenden Bodenbearbeitung der Glyphosateinsatz möglich ist. Außerhalb dieser Szenarien ist der Glyphosateinsatz nur dann möglich, wenn es sich um eine wirtschaftlich bedeutsame Verunkrautung handelt, beziehungsweise wenn ohne den Einsatz von Glyphosatprodukten ein Risiko für die Tiergesundheit bei der Futtergewinnung besteht. Und auch hier nur die betroffenen Teilflächen sind zu behandeln. Was wirtschaftlich bedeutsame Verunkrautung ist, was ein Risiko für die Tiergesundheit darstellt, das möchte ich hier an der Stelle nicht weiter ausführen. Das obliegt also bei Ihnen als Landwirt, das einzuschätzen. Und ich denke, das ist auch ganz gut so geregelt. Sie wissen selbst, die Preise für Pflanzenschutzmittel inklusive mit Glyphosatwirkstoff sind stark gestiegen. Deswegen wird das auch aus meiner Sicht sorgsam eingesetzt. Und Sie müssen dann entscheiden, ob es sich um eine wirtschaftlich bedeutsame Verunkrautung handelt, beziehungsweise haben wir hier Pflanzen wie das Jakobskreuzkraut, das ein Risiko für Ihre Tiere darstellt. Wenn wir die flächige Anwendung verlassen und uns den Einzelpflanzenanwendungen widmen, dann stellen wir fest, dass hier bei der Anwendungsverordnung keine einschränkenden Regelungen getroffen wurden. Das heißt, Einzelpflanzenanwendungen auf Grünland beispielsweise, wie zum Beispiel
Einzelpflanzenanwendung von Ampfer, die ist bei der Beachtung des Minimierungsgebotes unverändert möglich. Generell nicht zulässig ist allerdings die Spätanwendung in allen Kulturen. Also sämtliche Arten der Unkrautbekämpfung, der späten Unkrautbekämpfung oder auch die Sikkation ist grundsätzlich nun verboten. Des Weiteren ist die Anwendung von Glyphosatprodukten generell in Wasserschutzgebieten, in Heilquellenschutzgebieten und in Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten verboten. Und das, meine Damen und Herren, ist wirklich besorgniserregend, wenn Sie sich im Thüringen Viewer oder bei Geoproxy die entsprechenden Karten anschauen der Wasser- und Heilquellenschutzgebiete in Thüringen, dann stellen Sie fest, dass das ja wirklich erhebliche Teile Thüringens betrifft. In diesen Gebieten ist also der Glyphosateinsatz grundsätzlich von nun an verboten. Ja, bei den Biosphärenreservaten sieht es glücklicherweise nicht ganz so schlimm aus. Es betrifft also hier nur die rot gekennzeichneten Gebiete, aber in Kombination mit den Wasser- und Heilquellenschutzgebieten ist es doch enorm, also enorme Flächen in Thüringen, die vom Glyphosatverbot betroffen sind. Was ist im Einzelfall weiterhin möglich? Ich hatte eben schon die Einzelpflanzenanwendung angesprochen. Das ist also möglich. Des Weiteren ist eine abgeschirmte Anwendung in der Kultur, wie man das beispielsweise bei gartenbaulichen Kulturen findet, möglich. Und der dritte Punkt, was hier unter sonstige Indikationen gefasst ist, betrifft also Gleisanlagen, spielt schon unten auf also Nicht-Kulturland-Anwendungen ab. Die dürfen mit einer entsprechenden Genehmigung weiter einsetzen, solange Verbotskulissen nicht berührt werden, wie beispielsweise Wasserschutzgebiete. Weiterhin ist auch möglich ein Einsatz in Obstanlagen, in Weinanlagen und zu Laub- und Nadelholz. Betrifft aber die meisten Landwirte logischerweise nicht. Das vollständige Anwendungsverbot von Glyphosat ist gemäß des Paragraphen 9 der Anwendungsverordnung der 1.1.2024. Das ist insoweit interessant, weil unsere Wirkstoffzulassungen auf EU-Ebene gefasst werden. Wenn also der Glyphosat-Wirkstoff nach 2023 erneut zugelassen wird, dann darf eigentlich das nationale Recht, also das Recht Deutschlands, dem EU-Recht nicht widersprechen. Und dann bleibt abzuwarten, was passiert. Es bleibt also spannend und man kann vom heutigen Tage an eigentlich noch nicht abschätzen, was passiert. Wir schauen in den Paragraphen 4 der Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Wir verlassen also den Glyphosat-Paragraphen und schauen nun zu dem Punkt Verbote der Anwendung in Gebieten mit Bedeutung für den Naturschutz. Dieser Paragraph 4, der betrifft Herbizide in Gänze, er betrifft Insektizide mit der Bienengefährdungsklasse B1 bis B3, aber auch Insektizide mit der Auflage NN410, also bestäubergefährlich. Das sind eigentlich fast alle Insektizide. Und er betrifft Pflanzenschutzmittel aus Anlage 2 und 3. Das ist vornehmlich der Giftweizen, der hier angesprochen wird. Im Paragraphen 4 steht, dass diese Mittel, die ich hier angesprochen habe, in Naturschutzgebieten, Nationalparks, nationalen Naturmonumenten, an Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen verboten sind. Ausnahme Trockenmauern im Weinbau betrifft jetzt sehr, sehr wenige Gebiete in Thüringen.
Und außerdem sind die oben genannten Mittel in Flora, Fauna, Habitatgebieten verboten. Die Ausnahme hier sind Flächen zum Gartenbau, Obst- und Weinbau, Flächen, auf denen Hopfen angebaut wird und sonstige Sonderkulturen. Des Weiteren Flächen zur Vermehrung von Saatgut und Pflanzgut. Die sind also auch ausgenommen auf den FFH-Gebieten oder in den FFH-Gebieten. Auch auf Ackerflächen in FFH-Gebieten bleibt bis zum 30.06.2024 der Einsatz von Herbiziden, Insektiziden und auch Vergiftweizen erlaubt. Der Gesetzgeber möchte, dass durch freiwillige Vereinbarungen Maßnahmen getroffen werden, dass der Landwirt auf diesen Ackerflächen auf diese Pflanzenschutzmittel verzichtet und dafür eben durch vertragliche Vereinbarungen Geld bekommt. Was dann dazu hier in Thüringen passiert, das kann ich derzeit noch nicht sagen. Da werden Sie aber gegebenenfalls informiert werden. Auf Grünlandflächen in FFH-Gebieten sieht es allerdings so aus, dass die oben genannten Pflanzenschutzmittel generell verboten sind. Es gibt die Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen in Schutzgebieten, also einschließlich FFH-Gebieten. Die dürfen durch das Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum ausgesprochen werden. Aber mit der Einschränkung, dass das nicht für Glyphosat passieren darf. Diese Folie zeigt die Betroffenheit Thüringer Flächen von Naturschutzgebieten, Nationalparks, nationalen Naturmonumenten und Naturdenkmälern. Ja, es sind einige Flächen betroffen, die hier eingefärbt sind, aber deutlich, deutlich weniger, als das beispielsweise eben der Fall bei Wasserschutzgebieten war. Komme noch mal zu den Ausnahmegenehmigungen. Ausnahmegenehmigungen sind nur dann möglich, wenn erhebliche wirtschaftliche Schäden befürchtet werden. Wir sprechen also hier von etwa 15% des betrieblichen Erlöses aus dem Pflanzenbau. Der Antrag befindet sich auf ise.de auf unserem Thüringer Auftritt und kann heruntergeladen werden. Sehen Sie hier, ist also eingeblendet. Sie gehen auf ise.de, Regionales, Thüringen, Pflanzenschutzrecht und dann auf Gesetze und Verordnungen oder Sie gehen auf Genehmigung. Das sind also beides Pfade, bei denen Sie an das Antragsformular gelangen. Wenn Sie den Antrag auf ISEP heruntergeladen haben, dann reichen Sie ihn ausgefüllt bitte per Post an das Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum ein, am besten gleich hier nach Kühnhausen zum Pflanzenschutz. Vorab empfehle ich, das Ganze per E-Mail an mich zu schicken, denn ich bzw. das Referat 23 muss eine Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde vornehmen. Das ist also zwingend erforderlich. Das braucht Zeit und deswegen empfehle ich, vorab das Ganze per E-Mail zu senden. Der Bescheid, auch wenn er negativ beschieden wird, ist kostenpflichtig. Deswegen empfehle ich Ihnen einfach, sich vorher mit mir nochmal telefonisch in Verbindung zu setzen, den Fall zu schildern und dann kann ich Ihnen Auskunft geben, ob Ihr Anliegen überhaupt Aussicht auf Erfolg hat oder nicht. Das ist natürlich in jedem Fall kostenlos und erspart Ihnen dann im Zweifel viel Arbeit. Wir verlassen den Paragraphen 4 der Pflanzenschutzanwendungsverordnung und widmen uns nun den Paragraphen 4a. Der lautet Verbot der Pflanzenschutzmittelanwendung an Gewässern. Er sagt nichts anderes aus, als dass im Abstand von 10 Metern zu relevanten Gewässern der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln generell verboten ist. Der Abstand kann auf 5 Meter verkürzt werden, wenn ein ganzjährig begrünter Randstreifen am Gewässer vorliegt. Das kommt Ihnen nicht
unbekannt vor, denn diese Regelung überschneidet sich mit dem Paragraphen 29 des Thüringer Wassergesetzes. Das Thüringer Wassergesetz gilt weiterhin und deswegen kann ich Ihnen eigentlich nur sagen, dass das weiterhin einzuhalten ist. Also mit dem Paragraphen 4a der Pflanzenschutzverordnung kommt für Sie nichts Neues dazu, weil es ganz einfach im Thüringer Wassergesetz bereits so geregelt ist. Der 4a lässt eigentlich auch Ausnahmegenehmigungen zu, allerdings ist das aufgrund des Wasserrechts ausgeschlossen und deswegen kann es an dieser Stelle leider keine Ausnahmegenehmigungen geben. Ja, grundsätzlich nochmal die Frage, für welche Gewässer ist der Gewässerrandstreifen relevant? Das ist also jetzt hier Pflanzenschutzrecht und Wasserrecht, was nochmal an der Stelle vereint wird. Er gilt grundsätzlich nur für Gewässer erster und zweiter Ordnung. Das sind also wasserwirtschaftlich bedeutsame Gewässer. Sie können sich rechtssicher bei der Antragstellung in der Wera orientieren. Sie finden allerdings auch Hilfskarten im Geoproxy und im Thüringen-Viewer dazu. Ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn Sie in die Karte reingehen. Die wasserwirtschaftlich bedeutsamen Gewässer sind mit einer Farbe hinterlegt und signalisieren Ihnen, okay, es handelt sich hier also um ein Gewässer erster bzw. zweiter Ordnung und hier müssen Abstände eingehalten werden oder ein Randstreifen angelegt werden. Wenn Sie eine Fläche haben an einem Gewässer, es ist für Sie also offensichtlich ein Gewässer, weil Wasser drin steht, weil dort Wasserpflanzen wachsen etc., aber laut Karte oder laut Auskunft der unteren Wasserbehörde handelt es sich nicht um ein Gewässer erster oder zweiter Ordnung. Dann müssen Sie trotzdem bei der Pflanzenschutzmittelanwendung die mit der Zulassung vergebenen Abstandsauflagen einhalten. Das ist also ganz, ganz wichtig hier an der Stelle nochmal zu sagen. Vielleicht müssen Sie nach Wasserrecht keine Abstände einhalten, aber nach Pflanzenschutzrecht. Diese Abstandsauflagen, die werden mit der Zulassung der Pflanzenschutzmittel vergeben und Sie finden sie in der Gebrauchsanleitung oder im Internet auf der Seite bvl.bund.de. Ja, wie bemisst man korrekt den Abstand zum Gewässer? Das jetzt hier nur der Vollständigkeit halber. Die Böschungsoberkante ist also das Maß aller Dinge. Die Böschungsoberkante ist die gedachte Linie. Dort, wo die Böschung in die Horizontale übergeht, Sie sehen das hier, und dort setzt man eben an zum Messen, dort wird der Gewässerrandstreifen angelegt. Ja, viele fragen mich immer, sie sind verwirrt, was ist denn jetzt nun Pflanzenschutzrecht, was wird von wem kontrolliert, deswegen habe ich diese Folie für Sie. Also die Kontrolle der Abstandsauflagen, die mit der Zulassung der Pflanzenschutzmittel einhergehen, die wird durch das Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum durchgeführt, ebenso wie jetzt auch die Abstandsbemessungen nach der Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Alles andere, also nach Thüringer Wassergesetz, ist einfach Wasserrecht und hier hat die untere Wasserbehörde die Zuständigkeit, wenn Sie also Fragen haben, welches Gewässer nun erster, zweiter Ordnung ist, weil das nicht anhand der Karte zu klären war oder weil Sie nicht zufrieden sind mit der Ausweisung in der Karte, dann wenden Sie sich bitte an die untere Wasserbehörde, das sind also die kreisfreien Städte bzw. die Landratsämter. Ja, und nun gibt es seit 2020 noch eine neue Rechtsnorm, die sich mit diesen Themen befasst, und zwar ist es das Wasserhaushaltsgesetz. Und da steht nun drin, dass bei einer Hangneigung zum Gewässer 5% immer ein 5 Meter Grünstreifen von der Böschungsoberkante an gemessen anzulegen ist. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt fast geneigt, Ihnen zu raten, eigentlich an jedem Gewässer so einen 5 Meter Grünstreifen anzulegen,
Denn der Regelungsfuß ist mittlerweile nur noch schwer zu durchblicken und zu überblicken. Und es ist wirklich schwer an der Stelle jetzt zu sagen, wo am Gewässer sind 2% Hangneigung, wo sind 5% Hangneigung und, und. Ich glaube, wenn man mich fragt, es ist besser, einfach die 5 Meter Grünstreifen anzulegen, das Ganze versuchen mit in die Förderung zu bekommen über Greening, über Brache etc. Also Dinge, die man sowieso vorhalten muss und dann einfach ein bisschen mehr Ruhe in die Sache reinzubekommen. Gut, ich bin fast am Ende meines Vortrages. Ich möchte an der Stelle auf unsere neue Broschüre hinweisen: Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 2022. Sie ist jetzt im Februar fertig geworden. Und wer sie noch nicht bestellt hat, dem kann ich das wirklich nur empfehlen, die Broschüre zu bestellen. Es ist wirklich eine kompakte Bibel zum Pflanzenschutz und es steckt sehr, sehr viel Arbeit drin und ich kann es Ihnen wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Auch hier in unserer Broschüre haben wir uns ein wenig mit dem Wasserrecht und auch mit der Anwendungsverordnung beschäftigt. Und zwar sehen Sie in den Pflanzenschutzmitteltabellen bei Gewässerabständen diese 5 Meter. Die waren früher einfach ja, ganz normal als Zahl dargestellt. Und jetzt sehen Sie diesen Kringel um die 5. Das bedeutet nichts anderes als, ja, bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln am Gewässer sind gemäß Abstandsauflage des Pflanzenschutzmittels 5 Meter einzuhalten. Aber Achtung, nach Wasserrecht können das eben auch mehr Meter Abstand sein. Und deswegen muss der Anwender das selbstständig nochmal überprüfen. Habe ich hier einen Grünstreifen, dann genügen die 5 Meter. Habe ich keinen Grünstreifen oder keinen 5-Meter-Streifen, der mit Gehölzen bewachsen ist beispielsweise, dann müssen es im Zweifel dann doch die 10 Meter sein, weil nach Anwendungsverordnung 10 Meter gefordert sind, beziehungsweise nach Wasserrecht 10 Meter gefordert sind. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, der geht auf unsere besagte ISIP-Seite unter Regionales Thüringen Pflanzenschutzrecht und dann auf Gesetze und Verordnungen. Sie finden unter Gesetze und Verordnungen die Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung und zwar hierunter Hinweise zur geänderten Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Und zwar habe ich das im Tabellenformat hier für Sie bereitgehalten. Des Weiteren habe ich einen Fragenkatalog hochgestellt mit häufigen Fragen zur Anwendungsverordnung und natürlich entsprechenden Antworten vom Pflanzenschutzdienst Thüringen. Sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir nun zu meinem Fazit. Nun, die Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung umfasst im Wesentlichen drei Komplexe. Der erste Komplex betrifft den Glyphosateinsatz. Insbesondere haben wir hier Regulierungen bei der Vorsaat und bei der Stoppelbehandlung, aber auch bei der flächigen Grünlandanwendung. Des Weiteren haben wir uns angeschaut, dass es von nun an verboten ist, Glyphosat in der Spätanwendung einzusetzen, aber auch Verbote bei der Anwendung in Wasser- und Heilquellenschutzgebiete. Und in Kern- sowie in Pflegezonen von Biosphärenreservaten schlagen nun hier zu und sind zukünftig zu beachten. Der zweite Themenkomplex betrifft das Verbot von Pflanzenschutzmittelanwendungen in Gebieten mit Bedeutung für den Naturschutz. Auch das haben wir detailliert betrachtet. Und der dritte Themenkomplex betrifft die Gewässerrandstreifen, die aber hier für Thüringer Anwender keine Neuerungen darstellen, denn alles, was es zu beachten gilt,
ist bereits in § 29 Thüringer Wassergesetz gefasst. Das war mein kurzes Fazit. Auf meiner Abschlussfolie möchte ich nochmal Werbung für den Warndienst machen. Liebe Landwirte da draußen, neben der Ackerbaubroschüre lege ich Ihnen wirklich wärmstens den Warndienst ans Herz. Hier werden also viele, viele Dinge aktuell für Sie in einem kurzen Turnus dargestellt. Sie bekommen wöchentlich Informationen zum Stand der Dinge im Pflanzenschutz, zu Krankheitsauftreten, zu Bekämpfungsmaßnahmen, aber auch Informationen von meiner Seite zum Pflanzenschutzmittelrecht. Sie sind also dann immer bestens informiert, wenn sich was tut zum Pflanzenschutzmittelrecht, wenn beispielsweise Pflanzenschutzmittel nicht mehr zugelassen sind, wenn einzelne Anwendungen herausgenommen sind. Das sind einfach viel zu viele Regelungen, als dass man die selbstständig in Erfahrung bringen kann. Deswegen mein Hinweis, abonnieren Sie den Warndienst, setzen Sie sich mit der Katrin Weidemann in Verbindung und dann sind Sie immer bestens informiert. Ja, mir bleibt jetzt nichts weiter zu sagen als vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folien und der Vortrag war für Sie verständlich und wie gesagt, wenn noch Fragen bestehen, können Sie mich sehr gerne kontaktieren und dann können wir über das eine oder andere nochmal sprechen. Ja, damit verabschiede ich mich aus dem Vortrag und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche.